Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge und damit auch zur zweiten Folge der Los Angeles Karriere. Heute werden wir im Pokal auf die New York Red Bulls treffen und den Auftakt gegen den FC Austin absolvieren und das zweite Spiel gegen die Sounders aus Seattle. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann schauen wir uns mal die letzte Folge an, was wir dort so gemacht haben. Wir haben uns mit sehr vielen Spielern verstärkt, wie zum Beispiel Altidore von Toronto gekommen, Barco von Atlanta, Barrios aus Colorado, Acosta aus Colorado und Samu Castillejo aus Europa geholt. Außerdem verstärken wir uns im Sommer mit Claudio Bravo, er kommt von den Portland Timbers. Da wir leider uns von einem Spieler Abschied nehmen mussten und Valon Berani sowie Marko Arnautovic kommen aus Italien. Wir haben uns nämlich hier von Diego Palacios getrennt. Er wechselt für 5,6 Millionen nach Bielefeld und wird auf jeden Fall uns fehlen, aber wir haben ja noch Farfan. Auf der linken Verteidigerseite sind wir etwas schlecht aufgestellt, aber wir wollen jetzt erstmal den Einzug in die nächste Runde klar machen. Können uns mit einem Torwart jetzt noch nicht verstärken, denn wir sind jetzt im April, die Transferzeit beginnt erst wieder im Juli. Stattdessen werden wir mit Romero spielen. Wir haben in der Torwartposition nur Ranić Singh, der ist eine 56. Also die Torwartposition ist unsere Schwachstelle. Ansonsten schaut es sehr gut aus. Klar, links auch noch Bedarf. Aber wir werden erstmal mit Farfán spielen. Die Innenverteidigung Segura und Murillo und rechts Escobar, der, wenn ich mich nicht täusche, mal und bei Atlanta unter Vertrag stand. Cifuentes, der Sechser, sehr guter Mann. Dann Acosta und Lessing und vorne Altidore, Barco und Carlos Vela. Castillejo wird erstmal nicht spielen. Stattdessen wird Vela beginnen, Altidore und Barco. Minute eine gute Freistoßposition. Ich werde es mit Vela probieren und er geht in die Mauer, erneut in die Mauer und der dritte Schuss auch in die Mauer. Sehr schlechter Freistoß von Carlos Vela. Somit ist sonst nichts mehr passiert, außer der Freistoß. Es steht zur Pause 0 zu 0. Bis jetzt sehr haben die Partie hier in der Red Bull Arena hier in New Jersey. Wie wird der zweite Durchgang? Wir werden es sehen. Da macht Samu Castillejo eine Viertelstunde vor Abpfiff sein erstes Tor im Trikot von Los Angeles FC. Schön geschlenzt, keine Chance für den Keeper. Ich weiß nicht, der Keeper müsste noch mit den Fingerspitzen dran gewesen sein. Wir gucken es uns an und nicht mehr es jetzt. Wir haben den Spielball aus der Bundesliga. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ich habe davor in der Bundesliga gespielt, deswegen noch der Ball. Aber uns juckt es nicht. Wir sind Führung. Wir sind in Führung im US Open Cup. Somit sind wir eine Runde weiter. Wir besiegen Red Bull New York mit 1 zu 0 durch den Treffer von Samu Castillejo. Gott sei Dank haben wir ihn uns geholt. Und jetzt geht es weiter gegen den FC Austin. Das erste Saisonspiel angehen in der Liga mit Romero im Tor, die Abwehr Ibeaka, Farfán, Murillo und Escobar. Das Mittelfeld Lessing, Cifuentes, Acosta, links Tauri Schradi, Arango und Castillejo. Da gehen wir nach 30 Minuten Führung durch Tauri Schradi, der in das Team reinrotiert worden ist, bringt uns hier in Führung im ersten
Ligaspiel gegen Austin. Sehr schön. Hier im Pickepacken vollem Stadion. Keine Chance für den Schlussmann. Ich wollte erst lupfen, aber dann habe ich mir doch gedacht, ziehe ich einfach flach ab und der Ball ist im Tor. 1:0 für LA. Nachdem der Schiedsrichter 4 Minuten Nachspielzeit gegeben hat und nur 1 Minute angezeigt worden ist, ist jetzt Halbzeit. Wir führen mit 1:0 durch das Tor von Ismail Tacuric-Radi aus 31. Minute. Mal sehen, wie jetzt der zweite Durchgang hier im ersten Heimspiel der Saison wird. 2:0 und ich glaube, es war erneut Tacuric-Radi. Ja, 2:0 für Los Angeles. Im letzten Spiel hat uns Casillejo zum Sieg geschossen, jetzt ist es Tacuric-Radi. 2:0 im ersten Saisonspiel. Sehr schön. Keine Chance. Und das ist natürlich der Jubel von Fresh Tony. Somit gewinnen wir zum Auftakt gegen Austin mit 2:0 durch die Treffer von Tacuric-Radi. Jetzt der nächste Gegner sind die Seattle Sounders. Auch wieder zu Hause. Jetzt probiere ich es mal mit Traoré gegen Seattle Sounders und mit Musowski vorne im Sturm. Barco, Fafan, Segura, Escobar, Blessing und Parker beginnt sowie Acosta ist die restliche Aufstellung. Und da liegen wir zurück durch den Treffer von den Seattle Sounders. Schlechter muss Romero bzw. die Verteidigung besser aufpassen. Wir tun uns hier sehr schwer und dann ist es ihm Ruidas, der auch eine klasse Club-WM im letzten Jahr gespielt hat, im Sommer. Er bringt die Sounders in Führung. Erstes Tor im zweiten Spiel. Jetzt müssen wir eine Antwort finden. Somit ist Halbzeit. Wir liegen mit 1:0 durch den Treffer von Raul Ruidas in Rückstand. Wie wird jetzt der zweite Durchgang? Hoffentlich etwas torreicher. Reagieren werde Musowski auswechseln und Tacuric-Radi, der Torschütze aus dem Spiel gegen Austin, wird eingewechselt. Wir bekommen den Elfmeter in der 50. Minute, weil Lodeiro den Ball mit der Hand erwischt und Barco, mal sehen, welche Freistoßspezialisten wir hätten. Es schaut so aus, als wäre Barco der einzigste, der Elfmeter schießen kann. Und hoffentlich wird er uns in Führung bringen. Das ist so typisch. Ich hoffe, der nachfolgende Eckball kann was einbringen. Barrios. Da ist der Ausgleich. Und es ist unser Jugendspieler Parker. Es steht 1:1. Erst der Versuch von Barrios, da kann noch der Torwart was machen und dann ist es unser Jugendspieler, der seinen zweiten Einsatz für die Profimannschaft gibt und der bringt uns dann zurück 1:1 hier in Los Angeles. Und jetzt sind wir in Führung, wir drehen das Spiel innerhalb 5 Minuten, diesmal ist es Barrios. 2:1 für Los Angeles hier. Die Sounders haben sich nicht vom Gegentor
entspannt. Und so gehen wir durch einen Abpraller in Führung. Sehr schön. Dieses Spiel will uns doch verarschen. Es gibt in der 88. Minute Elfmeter. Komm, Romero, halte ihn. Nein. Nein. Da ist der Ausgleich. So unverdient für die Sounders gefallen. Das ist so unverdient, Leute. Das ist so unverdient. Aber manchmal ist das Spiel eben auch unfair. Das muss man halt so sagen. 2 zu 2. Das kann es echt nicht sein, Leute. Ich werde euch jetzt noch mitnehmen in die letzten Minuten, ne? Ja klar, kommt. Echt. Weißt du, in der letzten Sekunde verschenken wir den sicheren Sieg. Das kann es nicht sein. Dieses Spiel ist wahnsinnig. Dieses Spiel ist wahnsinnig. Am Ende wird es nur ein 2 zu 2 gegen die Sounders. Was sehr unverdient ist, dieses Unentschiedene. Aber so ist Fußball nun mal. Man kann nicht immer gewinnen, müssen dieses Spiel somit abhaken. Dieses Spiel ist einfach nur unfair, wenn es um Elfmeter geht. Klar, haben wir auch einen Elfmeter bekommen, aber den haben wir verschossen. Fakt ist, wir brauchen einen Elfmeterkiller. Uns den nächsten Sommertransfer gesichert. Marco Delgado wechselt. Beziehungsweise in Toronto nimmt dieses Angebot an. Ich werde mit Delgado jetzt verhandeln. Er bekommt 4,3 als Anfangsbudget. Willkommen im Team Delgado. Er wechselt für 1,4 von Toronto nach Los Angeles und bekommt als Gehalt 4,3 Millionen. Transfer ist Mo Adams. Er kommt von Miami in die Metropolenstadt für 2,1 Millionen und wir kaufen gefühlt die komplette US-amerikanische Liga kaputt. Wenn wir anschauen, welche Spieler wir alles geholt haben. Elchidor, Barco, Barrios, Acosta, Bravo, der im Sommer kommt. Adams und Delgado. Somit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler aus der MLS geholt. Und wir werden uns jetzt noch um einen Torwart bemühen. Wir hätten noch 15,87 an Transferbudget, aber es den auf jeden Fall mal entfernen. Hier Adrian, Ben Amos sind die einzigen, die noch auf der Wunschliste sind. Adrian, Ben Amos. Diese zwei Spieler möchte ich noch verpflichten. Und in der Stürmerposition sowie links möchte ich natürlich auch Spieler holen. Da wäre zum Beispiel ein Dykes eine Möglichkeit. Dezart, der ist mir etwas zu schlecht. Bello ist auch eine Möglichkeit. Könnte man für 3,25 kaufen. Pepi von den Augsburgern zurückholen. 3,5. Und Gazizades, ebenfalls ein guter Mann für 3,1. Auch Martinez, der kostet etwas viel, deswegen werden wir diesen Spieler erst im Winter holen. Also, aber er hat das Angebot von Sporting Lissabon angenommen. Deshalb sind nur noch Pepi und Sades die Spieler, die vielleicht zu uns wechseln. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge herausfinden. Nun konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen Houston. In der nächsten Folge gibt es auch das Derby gegen Los Angeles Galaxy. Dann kommen wieder die Sounders und Colorado. Sowie zum Ende geht es gegen die sehr gute Mannschaft, Playoff-Meister New York FC. Wir schauen uns mal die Eastern Conference an. Da sind wir auf Platz 3.
Erste sind die Timebars, zweiter Los Angeles Galaxy. In der Eastern Conference schaut es folgendermaßen aus: Toronto, Atlanta und Inter Miami, die Top 3. Und die Red Bulls nur 14. Zwei Niederlagen zum Auftakt. Wir haben Houston vor der Brust, die drittletzter sind. Das nächste Spiel, aber dann kommen die Los Angeles Galaxy. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns entweder in der Spider-Man-Reihe, in der Leverkusen-Reihe oder Juventus-Reihe oder auch hier in der Los Angeles-Reihe. Also sehr viel los, wie ich das versprochen habe, zum Ende des Jahres 2021. Nun bin ich raus, macht es gut. Haut rein und schaut die Leverkusen-Karriere an. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.